Genau dort, wo die Reutlinger Stadthalle steht, hatte einst Gustav Werner das Waisenkind Wilhelm Maybach aufgenommen und ausgebildet. Maybach sollte später zusammen mit den Tüftlern Gottlieb Daimler und Karl Benz den Verbrennungsmotor erfinden und bekannt machen. Auch heute hat dieser Platz nichts von seinem Gründergeist verloren. Am Freitag ist die Stadthalle nämlich Schauplatz für die Gründermesse Neckaralb. Sein eigener Chef sein, für viele ein Traum. Wie aber kann dieser Traum zur Wirklichkeit werden? Und was gibt es für interessante Startups in der Region? Die bereits sechste Gründermesse Neckaralb möchte nicht nur einen Überblick geben, sondern auch informieren. Selbstständig heißt natürlich selbst und ständig. Also das ist natürlich kein Job von 9 to 5, sondern da muss man schon mehr, vor allem am Anfang natürlich viel mehr Aufwand reinstecken. Aber die meisten Gründer, die ich kenne, sagen, der Aufwand lohnt sich. Die Zahl der Gründungen sei trotzdem leicht zurückgegangen. Grund dafür wäre die gute Konjunktur, die fast für Vollbeschäftigung sorge. Dadurch seien es weniger Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen. Dennoch sind bei der Gründermesse Neckaralb viele frisch gegründete Unternehmen aus ganz verschiedenen Bereichen dabei, die ihre Dienstleistungen und Produkte bei der Messe präsentieren. Ja, der Schwerpunkt liegt schon mehr auf den Dienstleistungen momentan. Wir sind natürlich auch immer interessiert an Hightech-Gründungen, da gibt es auch welche, aber da ist gerade etwas weniger geboten. So viele Gründungen im Bereich Beratung, Coaching, Lifestyle, auch sportliche Gründungen gibt es viele, da ist so der Trend festzustellen. Zu einem Gründer gehöre aber nicht nur die richtige Idee, sondern auch die richtige Persönlichkeit. Ein Gründer müsse die Selbstständigkeit wollen und das Unternehmertum in sich tragen. Wir haben hier in der Region eine relativ hohe Überlebensquote von Unternehmen, sage ich jetzt mal, was vielleicht auch daran liegt, dass jeder sehr gut vorbereitet in die Selbstständigkeit geht. Und das kann ich nur jedem raten, sich gut vorzubereiten und dann geht es in der Regel auch gut. Tipps und Infos von Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben, gibt es also am kommenden Freitag ab 11 Uhr. Ebenso wie einen vielseitigen Einblick in die regionale Startup-Szene, mit der das Land der Tüftler und Denker seinem Namen auch weiterhin alle Ehre machen will.